Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Trackmania Valley. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube, wir haben diese Strecke das letzte Mal gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Heute machen wir Strecke Nummer A05 im weißen Cup sozusagen. Ist ja schon ein paar Tage her, wie gesagt. Heute geht es mal ein bisschen weiter. Vielleicht bleiben wir jetzt auch nicht so lange an einer Strecke hängen. Heute bin ich leider Gottes offline. Muss ich sagen, ich muss halt offline spielen, weil ich nebenbei noch ein paar Videos hochlade und die Verbindung zu dem Server dementsprechend nicht so gut ist, beziehungsweise nicht so optimal hergestellt werden kann. Von daher versuchen wir es heute mal im Offline-Mode. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier den Checkpoint. Wo müssen wir lang? Wir schauen uns die Strecke erstmal an, würde ich vorschlagen. Und hier den nächsten Checkpoint. Und da den nächsten Checkpoint. Okay. Multilab. Ach du Scheiße, wie viele Labs müssen wir denn lappen? 2 von 3, okay. Also 3 Runden müssen wir fahren. Sollte machbar sein. Schau mal, es wird interessant. Es ist eine coole Map, ist eigentlich nur ein Viereck sozusagen. Aber mal sehen. Sieht ganz cool aus. Wobei ich mich gerade frage, wie haben die denn diese Formel 1 Begrenzer hier reingefügt? Au, wüsste ich jetzt spontan... Ach, scheiße. Wüsste ich jetzt spontan nicht, wie man das macht, ehrlich gesagt. So, ich sollte schon ein bisschen auf meine Fahrlinie achten, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht so unwichtig. Das heißt, wir scheren ein bisschen weiter raus. Ja, genau, so machen wir es. Gar nicht so leicht. Die Strecke wirkt leichter, als sie dann doch ist. Über das Grüne kann man auch fahren. Das macht einen nicht langsamer. Okay. Sieht zumindest so aus. Hat der Geist nämlich gerade gemacht. Und der Goldmedaillengeist hat immer recht, wie ihr wisst. Okay. Das war in Ordnung. So, jetzt noch 2 Runden. Ist hier nicht so schwer. Oder? Natürlich werden wir jetzt immer schneller. Aber wir können ja auch ein paar Mal vom Gas gehen. Das sollte schon passen. Das war super. Ja, einigermaßen schön rausgekommen. Wir sind aber deutlich schneller als die Goldzeit. Wir wollen natürlich die Nadeo-Zeit erreichen. Ne? Ist ja klar. Und wollen mal schauen, ob das klappt. Ja, zur ganzen Situation auf Ridme kann man ja mal sagen, der Hype ist so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Hat ja lange gedauert. Okay, Gold haben wir geschafft. Aber die Nadeo-Zeit nicht. Das heißt, wir müssen noch schneller sein. Machen wir. Zu Widme kann man sagen, der Hype ist scheinbar schon wieder so ein bisschen um. Muss man mal ganz offen und ehrlich zugeben. Scheint nicht so, als würde sich die Plattform jetzt großartig in einem Aufwind befinden. Aber ich würde mich halt auch fragen, wieso überhaupt? Warum sollte jetzt Widme auf einmal so mega gut ankommen? Ich meine, YouTube ist halt immer noch YouTube, ja. YouTube ist das Original und es sind halt dann doch noch viel mehr Video-Creator auf YouTube als auf Ridme. Und das war ja gerade richtig besoffen. Aber was ich sagen muss von meinen Bekannten aus meinem Let's Player-Kollegenkreis, sage ich mal, sind dann doch einige mittlerweile auf Ridme vertreten. Der Storm zum Beispiel hat jetzt einen eigenen Ridme-Kanal. Der FlassTV, habe ich vor kurzem gesehen, ist jetzt auch hier mit dabei. Also, ist schön, dass man hier nicht alleine rumgurkt. Und es sind natürlich noch einige andere, an die ich jetzt gerade spontan nicht denke. Domtendo ist jetzt auch sehr aktiv auf Widme, habe ich gesehen. Auch Gronkh, glaube ich, war ja einer der Vorreiter sozusagen, was diesen Wechsel angeht. Ja, ganz interessant das Ganze. Aber mal gucken, was aus dieser Plattform so wird. Bis jetzt läuft ja auf diesem Kanal hier auf Widme nur Trackmania. Ansonsten läuft hier noch gar nichts. Aber ich möchte sowieso mal schauen, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt. Auch mit YouTube. Ich habe ja auch einen Patreon-Account. Möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen. Wer dort irgendwie mich finanziell unterstützen möchte, kann das gerne tun. Ihr kriegt natürlich auch dementsprechend einige Vorzüge, sage ich mal. Sei es jetzt früheren Zugriff auf Folgen
oder auch mal ein Display, das komplett nur für Patreon-Spender zur Verfügung stehen wird. Das dann dementsprechend ein bisschen anders sein wird, wie die normalen Let's Plays, sag ich mal. Also das ist alles so eine Überlegung wert, aber bislang gab es noch keinen, der bei Patreon irgendwie Geld gelassen hat. Von daher alles Zukunftsmusik, vielleicht kommt sowas ja mal. Momentan ist das noch weit weg. Ich fände es cool, würde ich sagen. Aber mal schauen. So, ich komme hier irgendwie nicht an die Zeit ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme hier irgendwie nicht an die Zeit ran. Eine Runde habe ich jetzt noch. Komm, die Kurve kriegen wir wesentlich besser. Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Was habe ich denn da gemacht? Da war ich ja völlig betrunken in der vorherigen Runde. Komm, 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 komm. Nein, und jetzt hat er mich doch noch besiegt. Schade. Ah, schade, schade. Komm, wir probieren es nochmal. Da ist noch mehr drin. Die Nadeo-Zeit möchte ich halt schon haben. Leider können wir uns jetzt nicht mit den Leuten aus Hessen battlen. Dafür bräuchten wir halt die Internetverbindung. Die habe ich halt gerade nicht, wie gesagt. Aber macht ja nichts. Okay, es war scheinbar langsamer. Scheinbar sogar deutlich. Das war hingegen schneller. Ich habe eine höhere Endgeschwindigkeit. Okay. Es ist keine leichte Strecke, muss man sagen. Ich meine, klar, keine Strecke der Welt ist leicht, wenn man sie so fährt, ja, auf Bestzeit praktisch. Dann wird es irgendwann immer schwer, sobald man ein paar Runden gefahren ist, ein paar Mal seine Zeit verbessert hat. Irgendwann ist man halt an dem Bereich, wo es nicht mehr easy geht. Jetzt gibt es auch eine neue Bestzeit. Sehr gut. Okay, ist das jetzt die Nadeo-Zeit? Immer noch nicht. Was? Verarschen? Das ist immer noch nicht die Nadeo-Zeit? Was zur Hölle soll man hier schaffen, bitte? Ist der eigentlich nur besoffen? Ich versuche mal wirklich perfekt zu fahren. Oder nahezu, sagen wir es mal so. War jetzt schon nicht schlecht, oder? Die erste Runde war schon top. Oh, hier kommen wir richtig gut durch. Ach du Scheiße. Dafür trägt es uns jetzt viel zu sehr raus. Schade. Das war jetzt schade. Hätte ich vielleicht driften sollen, oder? In dem Moment. Vielleicht sollte ich hier doch mal mit den Drifts arbeiten. Ich meine, so Steilkurven sieht schon so aus, als sollte man da driften, ne? Eigentlich wollte ich ja mehr Strecken zeigen in diesem Cup, aber in diesem Part. Aber wenn wir jetzt hier so lange brauchen, um die Nadeo-Zeit zu bekommen, wird daraus natürlich nichts. Weil die möchte ich schon gerne haben. Warum sind Nadeo, warum arbeiten bei Nadeos eigentlich so Suchtis? Kann das jemand erklären? Nö, ne? Warum hätten die nicht einfach sagen können, okay, es gibt die Goldzeit, fertig ist. Nö, wir müssen Suchti sein. Ja, ne, das war viel langsamer. Ha, ja super. Das kann ja spaßig werden. Das war eng genommen. Das war ja eng genommen, mein lieber Mann. Eigentlich gedacht, ich wäre irgendwo hängen geblieben, aber nö, scheinbar nicht. Und gleich wieder durchstarten. Da muss man gar nicht so lang vom Gas weg sein. Ja, auch nicht. Okay, das war gar nicht mal schlecht. Klar haben wir ein bisschen Zeit verloren, aber es ging. Ah, es war wieder nicht ideal. Egal. Kann ja hier auch noch was gehen. Komm, jetzt einfach durchziehen. Einfach Vollgas, Vollgas, Vollgas und das klappt. Oh, ich bin da sogar noch hängen geblieben. War das trotzdem schneller? Ja, ein bisschen. Ah, warum bin ich da hängen geblieben? Mann. Wie ärgerlich. Voll an die Wand gedotzt, kurz vorm Ziel. Pff, ja, genau, so sehe ich aus. Okay, wir probieren es nochmal. Nadeo-Zeit ist manchmal auch nicht so leicht, wie ihr merkt. Ich frage mich, wie die diese Strecken hier hingebaut haben, ey. Ich meine, irgendwie muss das ja nachbaubar sein, oder?
Naja, wir werden es sehen, sobald wir uns mal an den Editor machen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das bald sehen wollt oder ob wir jetzt erstmal hier die, ich sag mal, Standardstrecken erstmal durchzocken sollen. Ansonsten können wir natürlich auch ein bisschen so für Abwechslung sorgen, indem wir uns dann nämlich mal bald an den Editor machen zum ersten Mal. Wie gesagt, die Editorstrecken dürft ihr dann auch gerne zocken, ist ja ganz klar. Und euch dann dementsprechend mit mir messen. Und dann versuchen wir vielleicht nach diesen Strecken, nach den offiziellen Strecken, noch die Bestzeiten von euch auf meinen Strecken zu verbessern. Das wäre doch mal eine coole Challenge, oder? Warum ist das Auto so schnell und warum bin ich so scheiße und langsam? Mann. Schade. Es sah echt gut aus bis zur letzten Runde. Da habe ich es wieder verkackt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich finde die Strecke ganz cool. Das ist mal was anderes. Eigentlich ist die Strecke brutalst einfach. Aber wenn man das Ganze hier halt so kompetitiv macht mit sich selbst, dann, und mit, natürlich mit den Nadeo-Entwicklern, dann ist es natürlich sehr schwierig. So, ich bin da angeeckt. Ist mir jetzt aber egal. Ich fahre trotzdem weiter. Denn das Ganze hier ist gar nicht so schlimm, wenn man irgendwo aneckt. Du eckst zwar irgendwo an, kannst dafür aber die nächste Kurve wieder besser nehmen und wirst nicht so weit rausgetragen. Und sparst dadurch halt auch Zeit. So, ich glaube, das war jetzt kein Anecken. Das war einfach nur Bodenscratching sozusagen. Und hier kommen wir jetzt viel schneller durch. Schau dir das mal an. Ich habe mich vorhin so schnell gefühlt in der letzten Runde. Waren wir aber scheinbar gar nicht. Oh ja gut, das war eh scheiße. Okay, wir müssen nochmal starten. Schwierig, ey. Wahnsinn, da kann man eine richtige Wissenschaft draus machen aus Trackmania. Oder allgemein aus Rennspielen. Dasselbe kann man ja in Mario Kart machen. Oder sonst wo. In Mario Kart kommt dann noch das taktische Element mit den drei Pilzen dazu, die man ja einsetzen kann im Zeitfahrmodus. Können wir auch mal machen, so Mario Kart Trackmania Verschnitt. Aber ich muss sagen, die erste Runde war schon gut. Im Geist. Im Geist war sie gut. Auf der Strecke eher, naja. So. Schauen wir mal, ob wir hier diese Zeit noch irgendwie getoppt kriegen. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt die ultimative Zeit ist. Ich glaub's auch nicht. Weil man hat ja gesehen, dass wir doch stellenweise nochmal schneller unterwegs waren. Aber ich habe halt das Gefühl, diese Strecke ist eine ganz eigenartige Strecke, die gar nicht so wirklich in Sektoren so unterteilt ist, sondern die halt vor allen Dingen dadurch lebt, dass man hier eine gewisse Geschwindigkeit aufbaut und diese dann durch die ganze Strecke über mitnimmt sozusagen. Vielleicht muss man hier auch doch driften. Ich bin noch nicht ganz vorbei mit dieser These, ehrlich gesagt. Komm, wir ziehen einfach durch, wir geben Vollgas. Ja, es hat sich gelohnt. Letzte Runde, letzte Kurve. Ja komm, das gibt eine Bestzeit, oder? Ja, easy. Oh, das gibt eine sehr gute Bestzeit. Ach du Scheiße. Immer noch keine Nadeo? Ihr wollt mich doch verarschen. Wie schnell waren die Typen denn? Alter. Das wird wahrscheinlich dann doch nur diese eine Strecke in diesem Part werden. Das gibt's ja nicht. Wie derbe schnell sind sie denn hier geraced, bitte? Ich fand mich jetzt gerade schon ziemlich schnell, ehrlich gesagt. Okay, ich weiß, wo das Problem ist. Man muss am Scheitelpunkt vom Gas weg, weil dann kriegt man die Kurven noch, dann kriegt man den Kurvenausgang noch einigermaßen gut hin. Wenn man das sonst anders macht, dann trägt es einen extrem weit raus und das ist nicht Sinn der Sache. Okay, die ersten Kurven schon mal sehr gut genommen. Ja, und dann einfach dran dotzen, weißt du. Habe ich dann davon, weil ich mich mal lobe. Direkt kommt Scheiße bei raus. Okay. Ja, und nochmal, um diese Sache mit Patreon aufzugreifen. Also Patreon ist eine Plattform, da könnt ihr mich monatlich mit zum Beispiel einem Dollar oder Euro, ich glaube Dollar steht da immer,
unterstützen. Das Ganze, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mehr machen, ist ja ganz klar, wenn ihr meint, nee, der Fritte, der hat schon $40 im Monat verdient. Das muss man ihm einfach lassen, er macht das hier so toll, wie er gegen seine eigenen Geister versagt. Das kann kein anderer und das ist mir wert, hier $40 im Monat ihm zu spenden, weil er so ein geiler Typ ist. Ihr könnt das natürlich gerne machen, es ist alles, wie gesagt, freiwillige Basis. Das Positive ist natürlich auch dadurch, ich werde auf jeden Fall alles, was ich durch Patreon einnehme oder einnehmen werde, auch wieder in die Let's Plays stecken. Also ich werde hier nicht irgendwie sagen, oh, spendet mal und mir dann irgendwie ein Wochenende in Dubai finanzieren. Ja. Sondern was über Patreon gespendet wird, das wird auch wieder in die Let's Plays gesteckt. Dafür ist Patreon da. Und ja, dafür mache ich das. Dafür habe ich diese Plattform praktisch überhaupt mir zu eigen gemacht. Also wenn ihr spenden wollt, dann tut das gerne, um eben auch die Let's Plays so ein bisschen voranzutreiben. Für beispielsweise ein Gaming-PC. Das ist ja was ich mir schon lange praktisch wünsche, sozusagen. Klingt ein bisschen doof, wenn man sagt Wünsche. Ich probiere was anderes. Aber irgendwo ist es ja so, denn wenn wir einen richtig geilen Gaming-PC hätten, dann könnten wir sowas wie Trackmania natürlich auch nochmal auf einer ganz anderen Grafik spielen, schätze ich mal. Ich finde die Grafik jetzt momentan auch nicht schlecht, aber man kann da mit Sicherheit noch mit der Hardware, mit der ordentlichen, einiges rausholen. So, wir gehen jetzt mal früher vom Gas, gehen dann auch wieder früher aufs Gas und siehe da, wir sind doch deutlich langsamer, aber warte mal. Wir haben jetzt natürlich auch mehr Geschwindigkeit. Zu viel. Zu viel Geschwindigkeit. Scheiße, ey. Wie soll ich diese Zeit knacken? Nee, so nicht. Ups. Ja, also das ist auf jeden Fall der Hintergedanke, was Patreon angeht. Warum ich das überhaupt habe. Aber vielleicht sollte ich das auch nochmal auf meinem YouTube-Kanal erwähnen. Da werden es ja dann doch mehr Leute mitkriegen. Schätze ich mal. Von daher mache ich da demnächst mal ein eigenes Video dazu. Aber es bringt nicht wirklich was, ne? Ich meine, ich ziehe es jetzt mal durch. Einfach um zu gucken, ob das vielleicht doch was bringt. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Das Problem ist halt, wir müssen dann auch hier auf dieser Kurve ein bisschen vom Gas runtergehen, weil wir viel zu schnell aus der Kurve hier rauskommen, aus der letzten. Ja, und das war jetzt natürlich totaler Bullshit, aber ich habe ein bisschen was riskiert. Um halt überhaupt eine Chance zu haben, da ranzukommen. Aber es hat nicht geklappt. Schade. Schwierige Strecke, muss ich sagen, ey. Krass. Ich hätte sowas jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt, von dieser Strecke. Also die Strecke an sich ist ja easy. Haben wir jetzt schon geklärt. Aber die Nadeo-Zeit, mein lieber Mann. Wie habe ich denn das gemacht? Das ist unglaublich eng, wie ich diese Kurve nehme. Genommen habe im Geist-Mode. Ich gebe mir auch kaum Mühe mit dem Anfang, ne? Da fahre ich immer einfach mal so durch. Komm, wir geben uns jetzt mal richtig Mühe mit jeder Kurve und versuchen da echt gut durchzukommen. Ja, das war zu viel gewollt. Kann man mit Sicherheit noch ein paar Zehntel rauskitzeln. Ich muss sagen, ich liebe Trackmania, ne? Ich liebe es einfach, diese perfektionistische Seite an dem Spiel. Immer versuchen, das Maximum hier rauszuholen. Komm, 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 jetzt Vollgas. Und wir sind schneller, aber wir sind an die Wand gekommen. Ah! Das lag jetzt nicht daran, dass wir zu schnell waren, sondern weil ich einfach scheiße bin. In erster Linie. Ne, muss man ja mal so sagen. Oh, wir waren mal schneller am Start. Das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Habe ich die ersten Kurven jetzt verkackt. Macht nichts. Komm, das war sehr schnell. Okay.
Das war richtig schnell. Vielleicht sogar zu schnell. Wir werden es jetzt erfahren. Oh, nee, es ging. Es ging. Aber der da vorne ist viel zu schnell. Was habe ich da nur gemacht, ey? Ja, die Runde war meiner Meinung nach nicht scheiße. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Bam. Schade. Wie kriegen wir das alles hin, ey? Die Geistzeit ist so viel schneller. Am Anfang kann man ein paar Zehntel rausfeilschen. Gar kein Ding, sehe ich ja. Ne, wenn man hier alles schön eng fährt, da geht noch ein bisschen mehr. Ja, der ist immer schneller in dieser ersten Kurve allein schon. Da haut er mich schon richtig weg. Okay, hier waren wir ein bisschen besser jetzt. Haben wieder ein bisschen aufgeholt. Und dann fahre ich an die Mauer. Ich bin doch scheiße, echt. Das war schon mal ganz gut vom Start weg. Ziemlich gute Ausgangsposition gegangen. So, jetzt sind wir noch schneller. Halbwegs. Aber jetzt kommt er und zieht uns einfach davon. Wobei, das war sehr gut. Es war ähnlich gut, sage ich mal. Wie in der momentanen Bestzeit. Ich hätte ja nicht vom Gas gehen müssen. Das war wahrscheinlich jetzt genau das Falsche, was ich getan habe. Egal. Jetzt bin ich doch deutlich langsamer. Egal, wir fahren mal weiter. Letzte Runde. Vielleicht kriegen wir jetzt aus irgendwelchen Gründen die letzte Kurve besser als der da vorne. Ich gebe jetzt mal einfach Vollgas. Ne, es klappt nicht. Vollgas kannst du die Kurve echt vergessen. How can we help? Ja, genau. Ja, genau. Ich krieg keine Bestzeit mehr hin. Kann doch gar nicht sein, oder? Kann doch wohl hier nicht happen. Okay, das war nicht schlecht. Vielleicht, wenn man die Kurve ein bisschen weiter außen anfährt, ne, so diese typische Kurvenfahrt eigentlich, wie man sie ja auch aus Formel 1 oder so kennt, dann könnte da noch was gehen. Ich probiere es gerade nochmal. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich bin doch dämlich, oder? Ich sage, ich probiere es nochmal und mach's nicht. Okay, wir sind schneller. Jetzt fahren wir das Ganze außen an. Ziehen jetzt einfach nach innen. Ja, 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 ja. Oh, Vollgas durchgebrettet. Das ist deutlich schneller jetzt. Aber jetzt kommt der Geist wieder. Aber wir sollten uns den jetzt eigentlich wieder kassieren können. Ne, können wir nicht. Warum nicht? Warum ist der jetzt schon wieder schneller? Komm, 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 komm. Ah, die kriegen wir nicht. Scheiße. Mann, warum nicht? Also erste Runde war gut. Danach vielleicht doch driften. Eventuell. Ich meine, so kann man halt unglaublich... Das ist so eine Strecke, die baut wirklich unglaublich viel Geschwindigkeiten auf. Also wenn man hier gut durchkommt, weiß, wie man die fahren muss, dann kann man hier, glaube ich, richtig schnell werden, muss ich sagen. Ah, das war jetzt nicht so geil wie vorhin. Da hatte ich ja wirklich 0,14, glaube ich, Vorsprung. Das war natürlich Deluxe, aber dafür kassieren wir ihn hier wieder. Sehr schön. Problem ist nur, Runde 2 war vorhin auch nicht gerade langsam. Gefährlich, ja, das war angedotzt, ich hab's gemerkt. Dementsprechend fährt er uns jetzt natürlich wieder davon. Eben weil wir keine Geschwindigkeit aufbauen können. Komm, 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 zieh durch, zieh durch. Keine Chance. Wie macht man das? Vielleicht doch driften, aber dann kommt man halt ausgangs der Kurve nicht mehr gut raus. Ne, weil wenn man driftet, verliert man halt doch sehr viel an Geschwindigkeit, weil man halt bremsen dafür muss. Gute Grammatik, ich weiß.
Das war okay. Das war knapp. Oh, das war sehr gut. Das war sehr gut. Komm, krieg die Kurve. Jawohl. Perfekt. Das war eine gute Kurve. Jetzt wird es hier halt wieder schwierig. Egal, ganz kurz vom Gas gegangen. Sollte noch reichen, um schneller zu sein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Yes! Okay, also vom Gas gehen ist schon das Richtige. Aber jetzt haben wir sie. Fuck yes! Oh, war das knapp, Alter. Ach du Scheiße. Das war mal eine Folge mit Überlänge, würde ich sagen. Das war ja richtig schwierig. Mein lieber Mann. Ja, wir haben es geschafft. Strecke Nummer 05, oder wie die heißt. Genau, A05. Ist also auch Fernadeo zeitirisiert. Das heißt, wir sehen uns als nächstes Folge 6 an. Und so wie mir das aussieht, mit dem Wald im Hintergrund, wird das der erste Offroad-Part in diesem Let's Play. Denn Trackmania Valley, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ist so ein bisschen... man könnte das Trackmania Rally nennen. Denn es erinnert so ein bisschen an den Rally-Motorsport. Und warum? Das seht ihr in der nächsten Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Fritte. Macht's gut. So.